Ich bin genauso der junge Bursche, der irgendwann mal in Fuchsen auf die Welt gekommen ist, in einem kleinen Dorf in der Oberpfalz. Und der dann irgendwann mal das Glück gehabt hat, sagen wir, mit Fußball sein Geld zu verdienen und am Ende sein Hobby zu seinem Beruf zu machen. Das war für mich eine Entscheidung, die ich mit 10 Jahren getroffen habe. Das ist schon, das macht mit einem was, keine Frage. Aber ich glaube, ich habe dadurch auch natürlich schon ein Stück versucht, dann ein hohes Verständnis auch für die jetzige Jugend aufzubringen. Es ist auch wichtig, dass wir schon Spieler am Ende auf den Platz bringen, die so dieses Löwengehen verkörpern, dass die dann am Ende dann auch dann, in jedem Spiel alles geben. '60 München, einer der ganz großen Vereine in Fußball-Deutschland. Meister, Pokalsieger, Europapokalfinalist. Jetzt ist man in der dritten Liga, aber hat die Nische und die eigene Identität hier auf Giesingshöhen gefunden. Wagner trifft heute mit dem Löwendompteur Michael Köllner, ein Mann einerseits der offensiven lauten Worte, aber auch der ganz leisen Zwischentöne. Ja, vielen Dank, dass ihr euch den weiten Weg nach München gemacht habt und dass ihr bei den Löwen vorbeischaut, bei uns vorbeischaut. Ja, ist schon was Besonderes. Also ich glaube, wer hier schon mal war und wer hier vor allem in den vielen Jahren immer wieder mal hier regelmäßig vorbeigeschaut hat, weiß natürlich, dass das Löwenstübel, natürlich die Bundesliga-Zeiten hier unter Werner Lorand, die fühlt man hier, die spürt man hier. Es ist schon ein besonderes Feeling hier und eine besondere Aura. Okay. Ich kann mich immer gut erinnern, früher mit den Kids einmal in der Woche hierher gefahren zum Profitraining. Und dann bist du hier dann so rein, hast du dann irgendwo eine Wurstsemmel geholt und dann siehst du hier dann Werner Lorand oder die bekannten Spieler, die damals hier die Profispieler hier waren. Das hat schon einen ganz besonderen Flair am Ende bedeutet. Und für mich natürlich jetzt auch eine tolle Station, dass man sowas auch mal erleben darf. Machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Was mir damals so ein bisschen aufgefallen ist, ein für meine Begriffe sehr selbstbewusster Trainer. In der Rückschau, wie musstest du dich da selber erstmal einfinden? Du begreifst jetzt dann wirklich Monate später, welchen Verein du dann am Ende trotzdem trainierst und was du eigentlich für eine Verantwortung hast. Also ich glaube schon, dass ich mir schon immer bewusst bin, jetzt auch hier bei 60, welche Verantwortung ich trage für den ganzen Verein. Dass der Verein natürlich schon immer von der Profimannschaft abhängig ist. Und du weißt natürlich auch, es hängen viele Arbeitsplätze dran, viele Leute. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, so musst du trotzdem deine Art behalten. Und ich glaube, so für mich ist Identität, Identifikation sind schon wichtige Worte. Ich bin genauso der junge Bursch, der irgendwann einmal in Fuchsen auf die Welt gekommen ist, in einem kleinen Dorf in der Oberpfalz. Und der dann irgendwann mal das Glück gehabt hat, sagen wir, mit Fußball sein Geld zu verdienen und am Ende sein Hobby zu seinem Beruf zu machen. Vielleicht und da sicherlich zu seinen Berufen zu machen. Das, ist für mich das Einzige, was zählt. Fuchsmühle in der Oberpfalz, das ist der Geburtsort und in allem, was man liest, weiß man auch, wie stolz du darauf bist und wie wohl du dich da gefühlt hast. Und da gibt es natürlich auch Werte, die man mitbekommen hat. Diese Werte, die auch gelebt werden in der Dorfgemeinschaft. Inwiefern haben die dich geprägt und sind heute vielleicht auch für dich immer noch so ein Werkzeug, wie man eine Mannschaft führt, eine Gruppe von jungen Menschen? Ich glaube, man kann in seinem Leben aus allem was rausziehen. Ich war in der Bergwacht mehrere Jahre und war dann mit dem Bürgermeister und so immer so am Wochenende haben wir dann Skidienst gehabt. Und wenn die dann dir was mitgeben können und du dann am Ende auch nicht so doof bist, ich glaube, dann prägt es ein und deswegen bin ich für die Zeit unheimlich dankbar und möchte ja am Ende nie missen und versuche natürlich das jetzt halt alles irgendwo ein Stück weit schon in meine Mannschaft reinzubringen. Kloster damals in den 80er Jahren war wahrscheinlich auch kein Zuckerschlecken. Ich habe gelesen, die Bundeswehr war sogar im Freizeitlager fast danach. Wie hat die Zeit dich da geprägt? Das ist schon eine sehr präsente Zeit immer noch. Also ich glaube, das wird man bis zu seinem letzten Tag des Lebens und bis seiner letzten Minute nicht vergessen. Also es waren 8 Jahre, die enorm prägend sind. Aber da lernt man so auch andere Seiten des Lebens kennen, so viel Einsamkeit und viele Dinge mit sich selber auszumachen. Das war für mich eine Entscheidung, die ich mit 10 Jahren getroffen habe, an die mich mein Vater dann erinnert hat, dass es bis 18 Bestand hat. Das ist schon, das macht mit einem was, keine Frage. Aber ich glaube, ich habe dadurch auch natürlich schon ein Stück versuche ich dann ein hohes Verständnis auch für die jetzige Jugend aufzubringen. Ich war früher auch zum Beispiel Messdiener und wenn du heute einem gesagt hast, du gehst ab und zu mal in den Gottesdienst, dann wirst du ja häufiger auch schon mal schräg angeschaut und ich kann mir nicht vorstellen, dass Michael Köllner jetzt mit Bibelsprüchen in der Kabine rumläuft. Wie kann man das einbringen, ohne dass es da vielleicht junge Leute gibt, die ein bisschen schmunzeln? Also ich glaube schon, dass jeder Mensch, und das war ich bewusst, jeder Mensch so am Ende für sich im Inneren schon auf der Suche ist, so was ist der Sinn des Lebens und warum bin ich auf der Erde? Das versuche ich ja auch in meine Arbeit einzubringen, ohne dass ich jetzt dann aber proaktiv jetzt das am Ende dann versuche, den Spieler dann am Ende immer mit dem Hammer dann irgendwie reinzutrommeln. Aber ich glaube, das schon, das hoffe ich natürlich, dass ich später immer mal sagen,
Also ich habe vielleicht auch beim Fußball das eine oder andere mitbekommen, aber als Mensch habe ich auch davon profitiert. Und ich glaube, das ist dann am Ende das, was mich immer so umtreibt, dass es also nicht bloß immer um diese paar Jahre Fußball geht, sondern Mensch lebt da deutlich länger, als er Fußball spielt. Das ist ja, glaube ich, auch ein relativ schmaler Grat, dass nicht irgendwann, wenn der Trainer rausgeht, die sagen, boah, der Alte, der hat aber heute auch wieder einen erzählt. Wie merkst du selber, dass du da auf dem richtigen Weg bist? Weil die Spieler sagen ja schon, dass Michael Köllner vor allen Dingen sie so an der Ehre packt und sie einfach auch erreicht. Bei 60 war sicherlich jetzt im November, wie wir dann gegen Magdeburg 5-2 verloren haben zu Hause, war schon für mich also die Phase, einfach einmal in die Mannschaft reinzuholen. Wenn jetzt ein neuer Trainer kommen würde, was würdet ihr euch dann wünschen? Dann kommt schon der ein oder andere Punkt dann so ans Tageslicht, den ich mir dann auch schon deutlich zu Herzen nehme. Versuche mich da ein Stück weiter zu ändern, zu verändern am Ende, ohne dass ich aber jetzt dann so meine Authentizität verliere. Bin auch jedem Spieler immer dankbar. Ich glaube, wenn man das so sieht am Ende, ja, dann ist jede Zeit und jeder Tag, den man in solchen spannenden Umfeldern erleben darf, wie Profifußball, ist es am Ende dann trotzdem ein Riesengeschenk. Und jetzt stehen wir hier auf diesem Trainingsgelände. Ist für dritte Liga von der Infrastruktur richtig gut. Was sind die Löwen für einen Verein, die einerseits eine unfassbar große Fanbase in ganz Deutschland haben? In München mindestens so viele Fans wie der Nachbar von der Seitenstraße. Haben die Löwen da auch ihre Rolle gefunden? Wir tun gut daran, am Ende auf uns sich zu konzentrieren, auf unsere Werte. Wir sind ein Verein aus Giesing. Wir sind ein Verein, der am Ende eine tolle Tradition hat, natürlich auch tolle Erlebnisse, tolle Erfolge, natürlich in den 60er gefeiert hat. Aber wir müssen aber leider auch anerkennen, wir sind Drittligist. Aber wir tun alles dafür, dass wir irgendwann wieder in die zweite Liga zurückkehren können. Ein Sieg wie zum Beispiel in Köln mit neunfachem Ersatz rausgekämpft, mit Szenen, wo nachher die Spieler Bälle weggeschleppt haben. Löwen eben. Wie stolz macht das den Trainer gerade für so einen Verein? Wie gesagt, war es wichtig, dass wir schon Spieler am Ende auf den Platz bringen, die so dieses Löwengehen verkörpern. Einige Spieler, so wie Marco Hiller, Dennis Dressler, so als Beispiel, Richard Neudecker, die aus der Jugend rauskommen, dass du die reinbringst und dann am Ende auch, dass die dann am Ende dann auch dann, in jedem Spiel alles geben. Und ich glaube, das ist dann zufrieden, dass du siehst, es funktioniert. Es funktioniert aktuell. Aber du weißt natürlich, ja, das ist alles dünnes Eis, wo man sich bewegt. Da muss man schauen, dass man das auch beibehält und dass die Spieler auch weiterhin auch so in dieser mentalen Verfassung sind, ihr Herz so am Ende auch für den Verein auf den Platz zu geben. Es gibt hier in der Nähe einen Café und wenn der Michael Köllner da einen Cappuccino trinken geht, dann wird oft das Ergebnis so vorne rein geschweißt. Ist das auch so ein Stück Lebensgefühl? In dem Lokal, in dem Café, wo ich drin bin, sind auch viele rote. Also viele rote Spieler. Manuel Neuer ist da, Joshua Kimmich, also da. Der Hansi Flick war immer regelmäßig dort, haben uns immer getroffen dort. Und genauso wie es auch viele Kneipen gibt, viele Lokale gibt, wo man halt einfach dann auch merkt, hier ist der Löwe zu Hause und der Löwe wird wahrgenommen. Ich hoffe, dass wir diese Fanbase auch über viele Jahre noch weiterhin so aufrechterhalten können. Es ist eine schwierige Saison sicherlich gewesen. Man hat auch eine gewisse Favoritenrolle aus der letzten starken mit rüber gerettet. Dann Corona, dann viele verletzte Spieler auch so. Wenn wir jetzt vielleicht mal vorschauen in den Mai oder vielleicht in den Mai des nächsten Jahres und die Löwen würden in die zweite Liga aufsteigen mit einem gepflegten Kölner Fußball. Ist das so die Wunsch, die Traumvorstellung? Ich glaube, das ist schon das Ziel am Ende. Also ich glaube, du musst die Menschen erreichen, was am Ende auch so ein Stück weit die Fans sind. Das ist einer von uns. Wir sind stolz, dass der unser Trikot trägt und zum anderen natürlich auch, dass die Art des Fußballs am Ende ja stimmig ist, dass die Leute ja sagen, wir schauen gerne bei unserer Mannschaft zu, wir gehen gerne ins Stadion, wir sitzen gerne beim Magenta Sport und schauen uns die Löwenspiele an. Und ich glaube, die beiden Sachen zusammenzubringen ist schwierig. Am Ende geht es um Erfolg und am Ende wollen wir immer wieder zurück in die zweite Liga. Tun alles dafür, keine Frage. Das Bild, was du jetzt vorher skizziert hast und gezeichnet hast, also da würde ich mich schon gern drinnen wiederfinden. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.